Guten Morgen, hallo Bach. Wir haben den 18. November, es ist 6 Uhr morgens und in diesem kleinen Clip geht es um den Dow Jones inklusive der Kurse von gestern vom 17.11. Die 30.000, ja, man kann sagen, Angst vor der eigenen Courage, erschafft sie nicht. Für mich ist das nichts anderes als eine Zahl. Ja, vielleicht wird da mal ein Kuchen gereicht oder ein Glas Sekt getrunken, hooray, wir haben die 30.000, aber ich gebe auf diese Zahl gar nicht so viel. So, vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag, müssen wir ganz kurz zurück. Und wir sind an, beziehungsweise leicht über dem, wie ich es nenne, Prä-Corona-Hoch. Ja, das waren hier die 29.442, wir sind da drüber. Es sieht noch alles in Ordnung aus. Wir sind natürlich hoch, aber das ist klar, wir sind ja auch auf dem Höchststand, wenn man so will. Wir sind sehr hoch, hier bei 92, das ist viel im Oszillator, das MACD. Geht ein bisschen seitwärts, ist momentan ohne echte Signalwirkung. Wir sind in der Nähe des oberen Bandes, aber deutlich oberhalb der 20-Tage-Linie. Da suchen wir gleich einen Schein raus. Der Dow hat perfekt auf die 200-Tage-Linie aufgesetzt. Die Amerikaner gucken da mehr drauf als die Europäer. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, das hatten wir hier hinten auch. Kurz mal drunter, Hammer. Kurz mal drunter, zweiter Hammer. Und dann wächst das Vertrauen. Wir haben einen neuen Bresi, aber wir haben ihn halt doch noch nicht. Diese Geschichte, ob Trump da jetzt zustimmt oder nicht, ich kann mir vorstellen, wenn diese Nachricht über den Ticker läuft, Trump akzeptiert den Sieg der anderen, dann wird es kurzfristig mal hier nochmal Entlastung bringen. Weil das schwebt halt immer noch so ein bisschen wie so ein Gespenst durch den Raum. Was macht er mit den Klagen oder nicht? Aber wenn er dann irgendwann sagt, okay, gut, in Gottes Namen, dann macht's halt. Glaube ich schon, dass der relativ schnell mal 1-2% springt. Nochmal, ich gehe diese 30.000, mir ist das völlig egal. Für mich ist das nur eine Zahl. Es sieht immer noch okay aus. Wir haben uns deutlich gelöst hier mit diesem riesigen Breakaway-Gap. Da war mal das am 6.11. Und das haben alle Märkte weltweit gemacht. Das hat ja der DAX auch gemacht mit seinen, was waren das, 650 Punkten, die er dann fabriziert hat. Im Prinzip sieht der Freund noch okay aus, aber in Anbetracht der Tatsache, dass das hier alles schon sehr hoch ist, der muss jetzt mal langsam Gas geben. Ja, der muss jetzt endlich mal hier drüber, sonst verbraucht er sich hier oben. Und irgendwann geht dann das Vertrauen in den Markt auch ein bisschen raus. Ich selbst warte diesen Ausbruch ab. Ich handle jetzt hier momentan nichts, also nicht im Dow. Gibt es andere Sachen. Und ich muss erstmal ein bisschen warten. Ich habe euch aber einen Schein mitgebracht für diejenigen, die nicht warten wollen, sondern mit dabei sein wollen. Ich habe euch einen Schein mitgebracht für die Leute, die das erwarten, aber vielleicht noch nicht heute. Der liegt unterhalb der 20-Tage-Linie. Also und die 20-Tage-Linie ist momentan bei 28.247. Und es ist von Goldman Sachs ein Schein mit 28.224, ich runde leicht, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GF69FG. GF69FG 28.224, der liegt also hier drunter. Das wäre eine Möglichkeit. In dem Moment, in dem der, wenn jetzt zum Beispiel heute schnell hier drüber geht, kann man natürlich auch eine Basis suchen, die hier drunter geht. Ja, da sind wir hier bei der 28.900, mal lieber mal 70, 80, 100 Punkte weiter drunten, dass man sich eventuell stoppen kann, der würde dann ungefähr hier liegen. Das kann man machen, da hat man einen schöneren Hebel, aber das überlasse ich jedem selbst. Einen Put. Ich rechne damit, wenn so eine Nachricht kommt vom Trump, dass der relativ schnell 2% macht. Ja, da sind wir also ganz grob bei 600 Punkten. Deswegen, den kann ich erst hier oben drüber legen, deutlich über die 31.000. Hier sowas so, 31.100. Und da habe ich von Goldman eingefunden mit der Basis 31.036. 31.036. Und das ist die Kennnummer GB2HJB. Gustav Bertha 2 Heinrich JB. 31.036. Im Moment, wie gesagt, ich mache gar keine Position hier. Die sollen sich erst noch mal ein bisschen austoben. Aber ich habe im Moment kein Signal, was mir mehr oder weniger zur einen oder anderen Richtung neigt. Es ist noch alles durchaus positiv, aber nochmal, der muss endlich mal Gas geben, darüber gehen, denn sonst verbraucht er zu viel Kraft. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.